4, 8 Nahrungsmitteleinheiten. Eventuell ein bisschen umsonst gewesen, aber egal. Egal. Gibt ihm das Zeug. Gibt's ihm einfach nein. Wir haben gerade ernstnehmende Probleme. Komm schon, bitte. Eventuell. Aktivieren. Insofern wir wollen. Aktivieren. 4 Nahrungsmittel haben wir noch. Weiß ich, ein bisschen wenig. Ein bisschen wird ganz wenig. 3 Nahrungsmittel. Wird nicht gerade besser, wird nicht gerade besser. 9 Nahrungsmittel. Okay. Damit kann ich mehr als leben. Und du stellst sogar noch die Moral hier, wenn ich dich hinbaue. Na, kommst du ja? Ja, perfekt. In Sachen Raumverhältnis nicht das Beste, aber so ein Einzelbett mit Federn sogar ist besser als so eine Bettenburg. Wobei ich mit einer Bettenburg habe, hat man auch seinen Spaß. Ja, und ich sehe schon. Die Windturbine wird nach und nach immer schlechter. Oh Gott. Dauert immer weniger. Na komm. Pumpt wieder alles hoch. Ihr hattet Strom. Alles ist gut, alles ist gut. Es wird weniger. Es wird immer weniger. Ja, wobei. Komm. Ich bräuchte ganz dringend mal ein paar Reparaturkits. Also sonst irgendetwas. Irgendetwas kommt schon. Das ist oder das ist Tag werden, ist genauso gut. Tag ist mindestens genauso gut. Oh Gott. Ich dachte, wir sterben schon wieder. Aber nicht mit uns, nicht mit uns. Nicht mit uns da hinten, nicht mit uns. Haben wir sonst schon irgendwas? Wir benötigen gerade jede Menge von dem. Ein Meter haben wir nur frei. Das ist nicht viel. Hier kommt auch gleich was raus, also. Es wird gleich jede Menge Nahrung geben. Das lässt sich jetzt schon mal sagen. Arbeiten tun wir auch ordentlich. Aber es könnte noch ein bisschen besser sein. Wir könnten noch ein bisschen mehr verarbeiten sogar. Oh, ernsthaft. Ist das gut, die Fleisch einfach im Stich? Das finde ich aber weniger schön. Weniger bis gar nicht schön sogar. Dich tun wir kurz noch ausbauen. Denn je mehr Leute die Zeit da drin verbringen, weniger am Fernseher hocken, umso besser ist es sogar für mich. Denn dann müssen sie nicht erst an den Fernseher rennen, um wieder etwas besser drauf zu sein, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß, es ist gerade etwas wenig los hier. Na komm, spuckt's aus. Spuckt's aus, ich weiß, dass ihr es wollt. Wie schon wieder Energieknappheit. Weißt du was? Deaktivier es mal. Das frisst ein bisschen zu viel Strom. Was haben wir noch alles hier? Die bauen wir zum Beispiel auch nicht mehr. Oh, ernsthaft. Ja, das Ding ist so oder so gerade in einem ziemlich schlechten Zustand. Könnte vielleicht wieder etwas mehr. Dass mehr Wind kommt, das wäre super. Ich glaube mittlerweile ja. Und oh Gott, ja, danke, 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 danke. Je anständiger die Windturbine, umso mehr kann das Ding auch rumrödeln. Haha. Weil der Tank muss voll werden. Ich glaube, ich brauche nochmal so ein Solarpanel irgendwie hin. Hügelschubs Geld. Nein. Von Ihnen her brauchen wir eigentlich gerade überhaupt gar nichts, wenn ich das richtig sehe. Nein, nicht wirklich. Was ich eigentlich bräuchte, wäre vielleicht etwas mehr Nahrungsmittel für den Moment. Aber na gut. Man kann leider nicht alles haben. Die Generatoren werden zumindest voller. Dankeschön. Und der nächste. Oh Gott, ja. Es gibt doch noch Zeiten und Wunder. Hier wird gebaut, hier wird gebaut. Nach und nach wird's ja was.
Waffenwerkstatt. Oh, danke schön. Das kann ich auch immer gut gebrauchen. Okay, nachdem hier eigentlich Dauerproduktion ist, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, noch eine weitere Fabrik hinzusetzen. Also nochmal sowas hier. Das am besten eigentlich, wenn man es mal ganz ehrlich sieht, da oben. Aufbereitungsanlage, aber da kann ich sowas nicht einfach hinbauen. Das geht nicht. Ein Grundfeld. Grundfeld brauchen wir eigentlich nicht. Nein, wir brauchen nicht ein... Sauerstoffgenerator, nein. Wobei es wäre auch gar nicht mal so schlecht. Aber wir bräuchten hier einen Durchgang hier irgendwie. Bin gerade leicht unzufrieden. Leicht bis ziemlich stark unzufrieden sogar. Könnten wir vielleicht sogar hier nichts mehr bauen? Machen wir es mal so. Machen wir noch was Kleines. Machen wir überall kleine Stationen. Kleine Stationen spricht nichts dagegen eigentlich. Wobei, hier ist immer noch Hochbetrieb angesagt. Okay, Jungs, ernsthaft? Euch reicht das Essen hier nicht. Oh, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Müssen wir noch mal was mit Essen hier veranstalten. Biodom. Richtig fetten hier hinten in den Hocken. So, das ist aber erstmal Priorität. Beziehungsweise eigentlich noch ein Solarkraftwerk, wenn man es ganz ehrlich sieht. Irgendwo vielleicht? Eventuell? So einen gewaltigen Koloss. Oh Gott. Die Frage ist eher, ob das überhaupt funktionieren wird. Ich hoffe jetzt einfach mal inständig, ja. Ich meine, wir haben ja genug. Wir müssen einfach das Ding hier hochpushen irgendwie. Das tue ich schon mal weg. Ja, ich weiß, man braucht Reparaturteile. Das sollen die Leute auch da machen, sobald sie mal Zeit haben wieder. Aber das Wichtigste ist, das Ding hier mal zum Laufen zu bekommen. Dass wir es andere Erz verarbeiten können, das wäre ganz, 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 ganz wichtig. Denn mit mehr Rohstoffen können wir nämlich auch nochmal so etwas hier aufbauen. Zum Glück habe ich von jedem etwas genommen, also... Im Bashfan sollten sie nicht wirklich wungen. Bashfan natürlich nur. Ja, guck dir mal, ihr Ingenieure, aber ihr macht nichts. Was nicht so gut ist, überhaupt nicht gut sogar. Okay, weißt du was, wir können hier mal... können ja da mal sagen, das hier recyceln, brauchen wir gar nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. So. Bring's irgendwo anders hin. Irgendwo muss vielleicht etwas besser benötigen kann. Essen. Essen, Essen, Essen. 58, kriegst du einmal das hier. Ein paar von denen hier. Hier kriegen wir noch mal was zu essen. 45, das reicht, das reicht. Dann sorgen wir zumindest dafür, dass unsere Leute nicht verhungern. Wir dadurch vielleicht einen halben Tag mehr Zeit gewinnen. Bis hier alles nach und nach am Laufen ist. Na, komm, irgendeiner muss noch was hinliefern. Ah, dankeschön. Soll ich gerade sagen, das kann doch jetzt nicht angehen, dass ein einziges Timer fehlt. Zwei frei momentan. So, verdammt viel, wenn zwei hier frei sind. So, deaktivieren. Passt schon. Ist soweit alles gut. Jetzt gucken wir her, dass wir mit dem noch ein bisschen was machen können.
Na, 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 na. Wir brauchen. Haben wir das hier? Wir brauchen einfach sowohl als auch, komm, egal. Besser. Von jedem Ebbers. Und zwar sagen wir jetzt wieder: einmal priorisieren. Warum? Wenn wir die nämlich haben und das Ding läuft, dann, meine Lieben, können wir auch ein bisschen was damit anfangen. Können wir nämlich ein paar Leute dahin dirigieren. Okay, nicht unbedingt. Ja, doch, wobei. Ich brauche eigentlich beides. Ja, passt schon. Je mehr Ressourcen, umso besser. Können wir euch bestimmt langweilt hier. Oh Gott. Moment. Ich mach's schnell wieder aus. Ich hab schon gesehen, war nicht die klügste Idee, das Ding anzuschmeißen. Wobei, na egal, komm. Was soll es? Lasst euch nicht lumpen. Hoch mit dem Humpen, irgendwie so war es doch. Es sinkt zum Glück nur ein bisschen ab. Wir haben jetzt zwei Lager voll, das heißt, wir können ein bisschen was ausgleichen. Dankeschön, wenn jetzt noch der, gerade sagen, hier jemand noch was machen könnte, das wäre wunderbar. Ich wäre ihm ziemlich, ziemlich dankbar dafür. Irgendeinen noch? Wir haben so viele Ingenieure, also irgendjemand muss doch mal dahin gehen. Ernsthaft? Okay. Bräuchte dann sich Grundmaterialien. Aber. Das ist zu viel des Guten. Also nur eine Kommission braucht man gar nicht erst anfangen, groß rumzuhandeln. Da bin ich froh, wenn ich ein bisschen Geld rausschlagen kann. Alles andere wäre. Bitte nicht gehen. Ja, hältst du dich? Du hältst dich sogar. Oh Gott, dankeschön. Das Teil hält sich. So, das heißt, wir haben jetzt genug, um alles verarbeiten zu können, was wir so rausproduzieren. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ausstehend 7 Metall. Und eins davon ist gerade frei geworden. 6. Müsste ja wahrscheinlich gleich wieder belegt sein, oder? Highlight angekündigt, das Blink-Modul auf RoboCraft. Ich glaube, ich weiß, was ich nachher noch machen werde, eine Infofolge dazu. Wenn ihr das seht, habt ihr dann muss die Infofolge bereits raus sein oder die RoboCraft-Folge zum Blink-Modul selber. Bin mir nicht ganz sicher, wie rum es ablaufen wird. Ah, ihr produziert, alles gut soweit. Alles mehr als gut soweit. Oh ja. Das freut doch das Planeteneroberungsherz. Ja, ich weiß, klang jetzt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. 3 frei. Haben auch ein bisschen was frei. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal Essen. Das heißt, Pilze, Tomaten. Das und das hier. Dann gibt's Kartoffeln. Zwiebeln. Gehen essen wir natürlich auch was, aber das können wir uns natürlich nicht leisten. Was sagen wir lieber nochmal? Tomate. Hier und dort. Erbsen. Das und das. Weil wir haben eigentlich genug vom Bioplast. Wir können es eigentlich nur nicht verarbeiten. Jetzt schauen wir lieber, machen wir nochmal hier Heilung hin und dann machen wir nochmal Sommersalat. Machen wir was Gemütliches hin. Damit sollte man eigentlich mehr als gut zurechtkommen. Das ist mir jede Menge Metall. Ausstehend. Wird auch bald soweit repariert sein. Gebaut sein. Tut mir leid. Handelsschiff mit natürlich der Goliath-Turbine können wir uns auch noch nicht leisten. Aber wir sind auf dem besten Weg aber dorthin. Möchte ich etwas verkaufen? Yep. Schau den Kommissionsstand aus. Für 65. Verschwinde.
verschwinden sie. 65%. Da braucht ihr nicht zu mir herkommen. Da mache ich ja mehr Verluste als sonst irgendwas. So, hat auch hingebaut. Dass wir auf jeden Fall jede Menge Strom hier mal haben. Schaut so bei euch aus. Ihr bräuchtet Bioplast demnächst, um überhaupt Verbandszeugs machen zu können. Kann ich verstehen. Aktivieren. Aktivieren. Oh. Waren gerade so ein kleines Minus. Struktur deaktivieren. Ja, ein kleines Minus. Ein klitzekleines bis ganz großes Minus. Wer immer auch hier etwas löten möchte, soll doch bitte ganz schnell herkommen. Ich wäre ziemlich dankbar, wenn jemand kommen würde. Am besten noch heute. Nicht morgen, sondern heute. Wenn man das große Samenmodul auch irgendwie nutzen kann. Dankeschön. Ich soll auch noch nutzen. Und es ist am Laufen. 40 von 40. Oh Gott, das pumpt unsere Energie noch mehr als voll. Heißt, wir können alles soweit wieder einschalten. Das hat doch was. Hat mir schon lange nicht mehr. Wirklich lange nicht mehr, muss ich wirklich gestehen. Aber was wir jetzt warten müssen, ist vielleicht ein bisschen... Ein bisschen Medikamente könnte man noch brauchen. So wie zig andere Sachen. Wow. Okay, Windturbine getroffen, Windturbine getroffen. Könnte das jemand reparieren? Das wäre gar wunderprächtige Natur. Okay, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt wieder genug. Na, Moment, das können wir noch eins machen. Das können wir noch eins machen. Sorgen wir uns noch kurz ein paar Betten. Aber dann könnten wir wieder damit anfangen, Leute herzulassen. Denn genug Zeugsel haben wir ja eigentlich. Medikits werden auch gemacht. Einmal in der Krankenstation, oh, das ist aber nicht schön. Der arme Mann. Dem sollte man so schnell wie möglich helfen. Okay, Essen haben wir auf jeden Fall. Das heißt, das können wir ihm geben, das können wir ihm geben. Kommission von 40. 40 ist gut. 40% ist richtig gut. Dann werden wir ihm aber ein bisschen Geld abzwacken. Weil explizit Gegenschnitt brauchen wir es gerade nicht. Das geht auch so. Da kommen wir auch gerade so recht gut im Leben voran. Okay. Die ganzen Arbeiter. Okay, was können wir noch machen? Wir haben das, das. Was wir jetzt eher bräuchten, wäre vielleicht nochmal ein größeres Lager. Und Roboter an sich wäre auch noch was. An sich, wir bräuchten ziemlich viel, wenn der Tag lang ist. Aber ich überlege es gerade, wann habe ich denn angefangen? 20 vor optimal Daumen, ungefähr. Ja, gut, machen wir noch kurz. Schauen wir noch, ob wir das irgendwie repariert bekommen hier. Mit irgendetwas. Ein Halbleiter. Okay, können wir vielleicht hier noch einen Waffenschrank oder so hinbauen? Können wir sogar. Ich hätte eher noch gerne ein Pötchen hier hin. Ein Pötchen dahin. Okay, da passt eh nichts anderes hin. Dann können wir den richtig in die Mitte reinstellen. Dass wir hier so ein kleines Mini-Kommandozentrum haben. Wir könnten mit euch zumindest mal warnen, wenn ein Solarflare oder sonst irgendetwas kommt. Da bin ich schon mal ziemlich zufrieden und glücklich auch darüber. Die Scope-Konsole wurde gebaut, Waffenschrank wurde gebaut. Damit können wir auch unsere Lage dann etwas, sagen wir es mal, entlasten. Medizin wird auch gemacht, das sei, ja, es ist, ich weiß, ich weiß. Ziemlich viel, bis alles ist erschöpft. Aber mit ein paar großen Energiekollektoren kriegen wir das ohne Problem hin. Wir kommen durch den Tag hindurch. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Arznei kommt auch. Ich würde mal sagen, an dem Punkt haben wir eine solide... Ja, doch, wir...
Erst noch mit Meteoriten schlagen niemals zweimal an der gleichen Stelle ein. Oder nee, das war bei Blitz. Ich glaube, Meteoriten heißt, die schlagen fast immer an der gleichen Stelle ein, nur um einen zu nerven. Der wird auch noch voll. Den kriegen wir auch noch voll. Ich habe mich eben wieder gefüllt werden. Egal. Hier geht's nicht gut, das heißt. Eigentlich müssen wir noch gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Bärenbetten reinbekommen. Für Notfälle, man weiß ja nie. Man weiß nie, ob mehr als einer gerade rumläuft. Mit einem gebrochenen Fuß. Hier ist auch voll. Ja, guck, da sind zwei sogar. Hab ich's doch gewusst, es rennen immer welche mit gebrochenen Füßen durch die Gegend. Das muss auch richtig entspannend sein, wenn man im Bett liegt, krank und neben einem schweißt auf einmal jemand ein Bett zusammen. Wunderbar. 50%, du bist immer noch so viel entlassen. Tschüss, verschwinde. Dann würde ich mal sagen, Kornisten, ihr seid wieder herzlich willkommen. Und an dieser Stelle aber mal fürs Erste hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dato aber, macht es gut und wie immer. Tschüssi.